Herzlich willkommen zu einem erneuten Video hier auf diesem Kanal. Ich freue mich, dass du mal wieder dabei bist. Ihr habt euch mal wieder alte Call of Duty Teile gewünscht und ich dachte mir, okay, das machen wir und wir starten mal mit Advanced Warfare. Es gibt da nur ein kleines Problem. Ich zeige es euch einfach mal. Wir spielen jetzt einfach mal, wir drücken Spielsuche, Standardlisten, wirklich Team Deathmatch, also das Spiel, was am häufigsten gespielt wird. Zack, boom, bang. Und ihr guckt nach oben und seht, keine Spiele gefunden. Dieses Spiel spielt niemand mehr. Egal, wo ich hier draufklicke, suche nach verfügbaren Spielen. Keine, nichts. Deswegen kann ich nur einfach mal ein privates Spiel mit Bots machen. Und wir nehmen hierfür jetzt einfach mal die Map Riot, würde ich sagen. Riot oder Terrasse. Beide cool. Wir machen mal Riot, Team Deathmatch und nehmen hier alles Standard. Alles gut. Verbündete Bots 5. Feindliche Bots 6. Und wir machen normal. Wobei wir machen mal nur 2 verbündete Bots. Und wir machen mal 9 vergegnerische, damit es ein bisschen mehr Action gibt. Wobei wir könnten dann auch Optionen. Wir könnten mal 150 Punkte machen und 20 Minuten. Komm, 150, 20 Minuten. Wir haben hier Klassen natürlich drin. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was es alles ist. Nö, ich bin da komplett raus. Ich habe da überhaupt keine Ahnung mehr von. Sage ich euch so, wie es ist. Ich weiß auch gar nicht, warum ich hier überall... Ach, kann es sein, dass ich die noch gar nicht... Mir fällt gerade auf, ich bin Dingens, wir starten das mal. Mir fällt gerade auf, ich bin Level 1. Das hat den Grund, dass ich damals noch mit einem anderen Account gespielt habe. Aber nun gut. Call of Duty war ja früher bei mir. Habe ich ja viel gespielt. Also wirklich viel gespielt. Damals halt insbesondere noch auf PlayStation 3 in Form von Modern Warfare 2, Black Ops 1, Auto zu weisen. Und wir nehmen, ich weiß es gar nicht mehr, was gut war. Wir nehmen einfach mal, ach du Gottes Namen, mir gefällt die Dinge jetzt ja überhaupt nicht. Der Aufsatz ist ja furchtbar, oder? Wartet mal. Ja. Oh Gott, der ist ja furchtbar und ich muss mal eben Taktik. Okay, ich kann also, ja, das ist gut, das ist ja immerhin etwas. Oh nein, eine 3-Schuss. Egal, eine 3-Schuss. Wir werden es wechseln, also insbesondere zu Call of Duty Black Ops 2 und Black Ops 1. Okay, ich muss die Waffe wechseln. Das ist ja Hölle. Black Ops 1, Black Ops 2, MW2, MW3. Das waren so meine Hochzeiten. Weg hier, Bruder. Alter, ich habe ja gar kein Dingens mehr. Ich habe gar kein Verständnis mehr für das Spiel. Kann ich euch so sagen. Ich habe da überhaupt kein Verständnis mehr für. Oh, lol. Teammate. Ich war zudem auch eigentlich nie der Gegner. Warum habe ich einen neuen Gegner genommen, Bruder? Ich habe nie Bodenangriff gespielt. Nie. Wirklich nie. Keine Ahnung, warum ich... Keine Ahnung, warum ich jetzt hier auf die Idee kam. Assist, okay. Warum ich auf die Idee kam, neuen Gegner zu nehmen. Aber nun gut. Ich denke mal, um ein bisschen mehr Action zu haben, aber ja. Ob das so die smarteste Idee war, sei mal dahingestellt. Zumal ich ja, wie ich gerade gesehen habe, auch nur die Drohne als Abschussserie habe. Warum auch immer das so ist. Ich habe keine Dingens mehr. Keine Grenade. Wow. Ich halte es für unklug, da reinzugehen. Weil ich glaube, da ist mein Tod. Ich kann nicht wahrsinnig, dass ich jetzt hier gar keinen sehe. Sind die wirklich alle?
Was war das? Da bewegt sich irgendwas. Hat da irgendjemand so eine Drohne oder sowas gehabt? Was sich bewegen kann? Keine Ahnung. Oh, wo kam er denn her? Alter, das war ja scary. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Mich würde mal interessieren, was habt ihr für Call of Duty Teile schon gespielt? Wart ihr überhaupt ein Call of Duty Fan oder habt ihr gesagt, boah, nee, hat mich nie interessiert. Ich war eher Typ Battlefield. Mich hat damals halt, das weiß ich noch, insbesondere halt abgeschreckt. Ich habe keine Zweitwaffe. Oh no. Mich hat damals halt insbesondere genau das hier abgeschreckt. Genau das hier. Ich hasse das. Ich finde dieses Vertikale und, also, ne, wenn es nur links, rechts ist, ist kein Thema. Aber wenn es dieses hoch, runter, hoch, runter, oh, das hat mich so genervt irgendwann. Deswegen mochte ich halt auch BO1, BO2 und MW2, MW3 gerne. Weil das hatte einfach. Oh! Bruder, Alter. Da hast du halt einfach. Ja, wirklich. Einfach nur gespielt. Ich bin so schlecht in dem Spiel. Wenn ihr wollt übrigens, dass wir auch mal Spiele spielen, dann die dann wieder noch auch noch Gegner haben, schreibt es gerne rein, dann wird es das bestimmt auch noch geben. Versprochen. Das mit dem Aim ist auch nicht mehr so meins, ich merke das schon. Seht ihr das? Habt ihr es gesehen? Genau das habe ich gehasst und das hasse ich immer noch. Er moved auf einmal so, pupp, nach links und ich, ja, er hat natürlich auch, er ist natürlich auch direkt genau drauf, ist klar. Was ist das denn? Ah ja. Ratatatatata. Lol. Okay. Ich möchte halt einfach einen Shooter haben, wenn der einfach nur darauf easy. Der einfach nur darauf basiert, irgendwie links, rechts zu laufen. Und dann ist gut. Dann ist gut. Also natürlich kann es auch noch eine Ebene drüber geben, nicht falsch verstehen. Also ist ja normal, jede Map hat ja irgendwo noch eine zweite Etage, hätte ich jetzt fast gesagt, oder sowas. Die ist ja vollkommen okay und auch vollkommen normal. Aber dieses ultimativ hoch runterspringen, das finde ich einfach nur ätzend und nervig. Und das musste für mich persönlich einfach nie sein. Und deswegen war das dann so, dass ich gesagt habe, ja, okay, da war ich dann irgendwann raus. Also ich war damals auch ein kleiner Rager. Weil ich auch einfach nicht so mies in dem Spiel war. Muss man ja fairerweise auch mal dazu sagen. Also insbesondere BO2 und MW2. Oh, ich hasse es. Er springt halt einfach vom nach Mappen Süd so gefühlt. Was war das denn jetzt? Das habe ich jetzt aktiviert. I don't know. Gar keine Ahnung, was ich aktiviert habe, aber gut. Das kann nicht so schlecht gewesen sein. Da ganz oben. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh, Bruder. Ja, okay, sind natürlich auch überall welche. Ich werde hier weggeboxt. Kannst auch keinem erzählen. Und dann ist mein Aim natürlich auch für die Tonne. Zack. Das ist so schade, weil ich weiß noch, also wirklich, also insbesondere BO1, MW2, oh, brutal habe ich das irgendwann gesuchtet. Also das war auch nicht mehr gesund. Muss man auch fairerweise dazu sagen. Das hat da dann auch tatsächlich damals meine Noten gelitten ohne Ende. Darunter. Aber ja. Oh, wo kommt er denn her? Das kam aus dem Nichts. Out of nowhere, der Bruder. Ups, ich wollte eigentlich, wie konnte man denn nochmal? Ah ja, 2013, naja. Naja, gut, ne? Was soll ich sagen? Man nimmt, was man bekommt. Boah, was ein Becher. Holy moly. Ja, direkt 3 Kilometer, 3 km langsamer. Dass ich hiermit überhaupt noch springen kann.
kannst du auch keinem erzählen. Na komm, wir gehen raus. Komm, ich möchte damit wenigstens einmal richtig einen zerbersten. Komm, oh nein, damit. Komm, gib mir einen, den ich damit weghauen kann. Gib mir einen, bitte. Da. Ich habe gerade gesehen, wie er gespawnt ist. Was macht er denn da? Haben wir den nicht irgendwie? Ach Mann, wir haben auch echt alles nur. Was ist das denn? XMG. Ich kenn noch jemand. Marcy XD. Den XM25-Song. XXM25. Oh, das ist die. Lol. Okay, verstanden. Dann kommen wir jetzt mal hier. Bruder, ist ja gar nicht irgendwie übertrieben. Damit hau ich ja alle weg. Dang, dang, dang. Oh nein, weite Distanz. Blutrünstig. Let's go, shit. Ich dachte gerade, jetzt hole ich hier. Oh, was gab's hier nochmal? Gab's keinen Nuklear, ne? Oder blutrünstig, dann können sie ja fast nuklear. Ich weiß es nicht mehr. Oh no. Hier ist einer. Nö, keiner mehr da. XXM25. Moin. Oh nein, das ist ein Einzelschuss. Das ist ein Einzelschuss. Wir haben ein Problem, Houston. Achso, die sind gar nicht belegt. Was haben wir denn hier für welche? Ja, komm du. Zack. Okay. So, lass mich mal schauen. Ich gehe hier auch einfach rein, ne? Also, einfach so, just for lo lols. Okay. Den habe ich auch so nicht erwartet. Aber was ist das denn für ein Zieldingens? Boah. Aber Rotpunkt, aber auf übel. Komm, da kommt einer, zack. Und putz. Damit. Hätte ich gefeiert, wenn das jetzt wirklich geklappt hätte, aber. Ja gut, ja gut. Oh, ich habe auch mit 150, glaube ich, echt ein bisschen übertrieben, fällt mir jetzt im Nachhinein auf. Aber gut, dass ich immerhin auf nur höchstens 20 Minuten gestellt habe. Weil sonst säßen wir hier, glaube ich, noch 30 Jahre dran, so gefühlt. Nicht ganz, aber. Ihr will. Oh, nee, keine Snipper. Keine Schnipper. Da ist ja wirklich einer, das kannst du ja keinem erzählen. Das kannst du ja keinem erzählen, dass hier oben wirklich jemand ist. Unten ist ein. Da ist der Bruder. Oh no, oh no, oh no. Was ist das denn? Keine Ahnung, wo einer ist. Das Problem ist immer wenn du dich sicher fühlen würdest. Lol. Er spawnt da halt auch. Oh nee, er spawnt da nicht. Er ist einfach in der Ecke gewesen, WTF. Immer wenn du dich sicher fühlen möchtest, dann bist du halt auch gar nicht sicher, weil die können überall hochspringen. Und im Zweifelsfall, das war zumindest bei dem Spiel, glaube ich, auch immer so. Die Spawns waren auch so wild einfach, dass dann auf einmal plötzlich da jemand gespawnt ist. Aus dem Nichts. Out of nowhere so richtig. Hey, wie habe ich ihn denn nicht getroffen? Zack. Ah, da kamen doch nochmal die Reflexe raus. Die alten Panic Knife Reflexe. Doch richtig gesehen. Nein, 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 nein. Wechseln. Schießt er mich gerade durch die. Was? Alter, er hat aber auch jetzt geschluckt. Er hat ja geschluckt wie seine Mami, du. Entschuldigung, der war nicht witzig. Ich weiß nicht. Nicht um meinen Humor. Früher hätte ich den wahrscheinlich sehr, sehr lustig gefunden. Heutzutage denke ich mir so, Bruder, unangenehm. Alter Vater. Es ist aber auch, also drei Schuss war. Ich war nie so das Aim-Biest.
siehst, nenne ich es einfach mal, also so aimen, so 100%. Ja, was ist das denn immer für ein? Das ist doch so eine Revolverart, oder? Zack. Ja, ist es. Goodie. Oh, geil. Ich habe irgendwas im Kopf, dass die gut war. Die, als ob mir der Kill jetzt geklaut wurde. Mies. Wo haben wir die irgendwo? Selber drin. Die würde ich gerne noch weiterspielen. Die war, glaube ich, ganz, ganz geil damals. Wenn ich jetzt noch nicht so komplett veraimen würde, ist es die K. Nee, ist sie nicht, oder? Ah, nee, das ist die. Die hat mich ein bisschen an eine. Was war das? MP5 oder sowas erinnert. Ich würde mal sagen, sollen wir mal bis 100 machen. Dann hätten wir gewonnen gleich. Weil sonst irgendwann. Ups. Weg hier. Das Problem ist aus der Distanz jetzt. Aber gut. Ging doch relativ gut. Die hielt dann doch recht gut ruhig auch. Zack. Gibt es nicht. Gibt es nicht, Freunde. Ach komm, wir machen es jetzt noch. Die 6 Minuten ballern wir noch durch. Ich habe ein bisschen nicht drüber nachgedacht, dass ich natürlich damit nur 3... Wie viel hat er denn genommen? Ich habe ihm ja vorher schon gegeben. Als ob. What the? Ich habe ein bisschen vergessen, dass ich natürlich ohne großartig Teammates dann natürlich weniger Kills bekomme. Ist ja... Man könnte jetzt sagen, eigentlich auch logisch. Aber nun gut. Einen haben wir noch bekommen. Warte mal, das war die Bal, habe ich gerade gesehen. Die Tag 19. Bal, oh ja, geil, nehmen wir. Ach nee, war das ja gerade die mit dem doofen Fernrohr? Oh, da gibt er mir. Ah ja, okay. Ja, egal, aber die ist vom Waffenmovement wenigstens nice. Das ist ja schon mal wenigstens etwas. Wo ist er denn jetzt? Da kommen wir mal hoch. Zack. Was, wie konnte ich ihn denn jetzt nicht killen? WTF. Jetzt schaut mal, der hat doch die Waffe, der hat doch die Granate direkt vor den Latz bekommen. Wie konnte er denn jetzt nicht daran sterben? Komm, ein Schnipperkill. Ich fand ihn ein Sniper. Ja, das war schon mal schlecht. Jetzt wisst ihr auch, warum nicht. Danke fürs Gespräch. So, Spielverderber. Was war das denn schon wieder? Ey, er hüpft aber auch auf einmal. Zack. Die tötet mich, oder? Ja, aber klar. Alter, das ist aber auch grau auf grau. Was ist das denn für ein Pixelsalat? Es ist jetzt nicht so, dass ich hier Ausreden suche, ne? Aber doch, natürlich. Lass uns ehrlich sein, es ist ein reines Ausreden suchen. Zack. Und ich bin auch ehrlicherweise nicht traurig darum, wenn das Spiel vorbei ist. Weil, also ich muss sagen, Advanced Warfare hat mir aber auch damals, muss ich dazu sagen, noch nie Spaß gemacht, boah, Noobtube. Ich könnte ja reiern. Das ist das, by the way, gewesen, was irgendwann dann MW2 mehr oder minder unspielbar gemacht hat. Neben den Hackern. War das MW2 Noobtube? Ja, genau, Noobtube war, glaube ich, MW2. Und natürlich Hacker. Das war dann. Oh, war das ätzend. Aber sonst war es halt geil, also 7, 11, 25, also sprich Harrier, Chopper Gunner oder AC-130 und dann let's go auf die Nuke. Und dann schön, egal in welchem Modus, ob jetzt Free for All, ob Herrschaft, ob Team Deathmatch, Abschluss bestätigt oder was auch immer. Egal, es hat einfach gebockt dann. Das hat mega Laune immer gemacht. Oder dann halt eben, wie heißt es hier?
bei Black Ops 1 den, oh, wie hieß die nochmal, den Orbital, ne, dieses, du siehst halt alles. Erinnert er mich gerade, dammit, den Orbi, ich weiß gerade nicht mehr, ob er auch, hieß glaube ich nicht Orbital, ich weiß aber nicht, wie er hieß. Ist schon zu lange her. Dann, den, ja, auch so ein Chopper-Gunner quasi. Und dann die Hunde auf 11. Also Hunde auf 11 für 11 Kills war auch immer brutal, weil 11 Kills hast du halt im Zweifelsfall so easy gut bekommen. Und dann die Hunde, oh, je nachdem, wo du mit den Hunden gespielt hast, einfach nur OP. Was macht er denn hier? Was ist deine Mission? Ich kriege ihn einfach auch nicht gekillt, weil ich ihn immer nur anschieße. Er springt runter und denkt sich, nö, ich habe dich nicht gesehen, keine Sorge. Okay, und ich treffe den anderen. GG. Wenn er mich jetzt tötet, ne? Oh, danke. Nein! Verdammt! Aber wir gewinnen vielleicht wenigstens. Wir gewinnen vielleicht wenigstens. Das wäre ja schon mal das Mindeste. Zack, die läuft ja gar nicht dahin, wo er jetzt ist. Alter, diese Waffe geht mir so hart auf den Pinsel, ne? Boah, ist das nervig. Zack und zack. Oh, das hat nicht so geklappt, wie ich gedacht hätte, aber gut. Wir werden das Spiel gewinnen, es ist gleich vorbei. Aber ich habe gar nicht mal so schlecht gelegen mit 150 bei 20 Minuten. Fällt mir gerade mal auf. Also was die Zeiteinstellung angeht, lag ich schon ganz gut. Für den Punkt, dass wir nicht so viele Mitspieler haben. Aber nun gut. 67, 41, what the fuck. Aber immerhin positiv. Eine positive KD. Oh, das war auch so ein Thema damals. Die KD, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie wichtig das damals war, einfach. Ich habe eine positive KD und ich habe das hier und ich habe das hier und ach, herrje. 4, 3, 2, 1. Meine Damen und Herren, das war eine Runde Advanced Warfare. Ich hoffe sehr, euch hat's gefallen. Ich glaube, ich werde das Spiel nie wieder spielen, sage ich euch so, wie es ist. Ich hoffe aber, euch hat's Spaß gemacht. Schreibt's mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, mach's gut.